gerade gestern aus Hamburg, aus meiner Heimatstadt zurückgekommen und da begrüßt man die Menschen mit Moin. Und normalerweise, ich versuche das, das ist genau das Problem. Ja. Und normalerweise, alle glauben immer, dass dann die andere Seite mit Moin Moin antwortet. Das ist aber typisch für Ostfriesland und Ostfriesen und Hamburger haben seit jeher so ein ambivalentes Verhältnis. Und insofern versuche ich das einfach mal mit einer Begrüßung. Ich sage einfach mal Moin. Was kommt zurück? Moin, gut, das geht. Das war mir wichtig. So, wer bin ich? Ich bin Kai Lumitsch. Ich habe 30 Jahre meines Lebens, die ersten 30 Jahre meines Lebens, völlig, geht nicht, ich werde verfolgt. Ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens völlig andere Dinge als IT getan und irgendwann bin ich dem Ruf gefolgt. Ich erzähle mal, was ich so ein bisschen gemacht habe, das macht immer Spaß. Also ich bin 8 Jahre zur See gefahren, ich bin 4 Jahre davon U-Boot gefahren, ich habe ein Hotel geleitet, ich habe eine Yacht mit meinen Händen gebaut, 14 Meter Teak, hat unheimlich viel Spaß gemacht, ich hatte ein Gerüstbauunternehmen, ich habe unendlich viele Dinge getan und dann habe ich jemanden kennengelernt, der sagte, da sucht jemand in der IT, der soll programmieren. Und ich hatte eine unheimliche Neigung, so eine Affinität zum Programmieren. Ich wollte das immer lernen. Dann bin ich am Gänsemarkt in Hamburg hin, habe gesagt, hallo, ich möchte hier programmieren. Und die haben gesagt, okay, du kriegst die Chance. Ich habe nie studiert in dieser Richtung. Ich habe 4 Jahre war ich bei dieser Firma. Ich habe als Praktikant bei Absolute Software angefangen und nach 4 Jahren habe ich die Firma verlassen in der großen IT-Krise als Leiter der Anwendungsentwicklung. Da waren wir nicht mehr 3, sondern 24. Ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit und auch da Beschaffung nur privat, was man sich eben privat einkauft. Ich hatte keinen großen Kontakt mit solchen Dingen. IT-Krise danach, ich nehme mal einen Schluck Wasser, kleinen Moment, es wird trocken. Hilft. Danach bin ich Freiberufler geworden und habe in unglaublich vielen Unternehmen, das kann man in meiner Vita, kann man das sehen auf LinkedIn, ich lade also jeden ein, sich das auf LinkedIn anzugucken und sich mit mir dort zu vernetzen, habe in unheimlich vielen Unternehmen im Bereich Java JEE Development gearbeitet, habe auch sehr, sehr viele Erfahrungen darin gekriegt, wie Firmen arbeiten, wie sie organisiert sind, wie sie miteinander reden, was schwierig ist und was gut ist. Und dann kam wieder ein Ruf, das war viele Jahre später. Da habe ich einen systemischen Coach kennengelernt und der hat mir so gefallen, dem habe ich einmal in die Augen geguckt und ich wusste, das will ich auch werden. Dann habe ich eine 6-jährige parallel zu allem, was ich in der IT gemacht habe, habe eine 6-jährige Coaching-Ausbildung gemacht, bin jetzt systemischer Coach und habe dann irgendwann den mutigen Schritt getroffen, auf LinkedIn nicht mehr JEE Development, Kai Lumitsch, zu schreiben, sondern IT Coach. Alle haben mich gewarnt damals und haben gesagt, das kannst du nicht machen, das sucht keiner, insofern findet dich auch niemand und es kam anders. Warum bin ich hier? Ich glaube, diese Seite, diese Erfahrung, die wir gemacht haben und alles das, was ich bisher gehört habe, ist, wir haben ganz ähnliche Sorgen. Der Einkauf hat dieselben Sorgen wie die IT. Und die IT ist inzwischen hat sich unglaublich verändert und ist in der Lage, großartige Dinge zu tun, vor allen Dingen das, was sie sagt nach außen hin, aber intern die Organisation ist immer noch so, wie sie es kennen, ganz oft. Und dann gibt es mutige Unternehmen, wie zum Beispiel die Swisscom, das muss ich sagen, ich bin hingekommen und habe das wirklich erlebt, wie es dort ist. Es braucht sehr, sehr viel Mut, die sich tatsächlich verändern wollen. Und wir haben es damals so genannt, wir haben gesagt, wir wollen unsere digitale DNA verändern. Und wir haben das damals, jetzt komme ich zurück, dann kam der Anruf kam nicht von der Swisscom, die haben mich auf LinkedIn gefunden und haben gesagt, wir brauchen jemanden mit einem profunden IT-Background, der auch noch in der Lage ist zu coachen, das heißt, der in der Lage ist, so ein Programm, wo es so viel um kulturellen Wandel geht, mit anzuschubsen. Das war im Februar 2013. Seitdem bin ich bei der Swisscom, ich bin da sehr glücklich, ich liebe meinen Job, jeden Tag. Das ist wirklich großartig, das sage ich gerne mit voller Brust. Was haben wir in der Zeit getan? Als ich angekommen bin, waren wir in einer Situation, da waren wir eine ganz normale Entwicklungsabteilung, die sich vorgenommen hat, der Einkauf hat eine Plattform gekauft. Im Nachhinein muss ich sagen, das war eine gute Entscheidung von Apigee, diese Plattform, ein API-Management-System, wo es darum ging, tatsächlich jetzt habe ich Ihnen was unterschlagen. Das ist ja schade. Sie wollen alle wissen, was eine API ist. Das werde ich Ihnen ganz kurz sagen. Wofür steht API? Jetzt kommt was Technisches. Ich werde dann... Ich
wird nicht wieder technisch. Application Programming Interface. Diese APIs sind dafür zuständig, dass diese ganze Welt, die sich bei uns auftut, wenn wir unsere Handys in die Hand nehmen, ich darf mal, diese ganzen kleinen Apps, die wären nicht möglich in dieser Anzahl und in dieser Qualität, wenn sich jeder Entwickler, der da auf der Welt ist, das gilt auch für Web-Apps, wenn der sich großartig mit Firmen unterhalten müsste und großartige Verträge machen müsste, um dort eine kleine atomare Funktion abrufen zu können. Das macht man mittlerweile auf eine ganz einfache Art und Weise als Entwickler. Man geht auf ein Developer-Portal, liest ganz einfach so eine API-Definition und implementiert das in den meisten Fällen so nach ungefähr 3 Minuten ist das fertig. Und es gibt keine weitere Verbindung. Es gibt vielleicht einen kleinen Payment-Flow in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Es gibt beide Methoden. Aber ansonsten ist das eine ganz, ganz lose Verbindung, Dankeschön, zwischen dem Anbieter dieses Service, dieser API und dem Consumer dieser API. Und das ist crucial für diese gesamte momentane Digitalisierung. Und damit wir nicht technisch werden, ich habe also die schönste und beste API, die nicht technisch ist, die kommt als nächstes Slide. Wenn wir angucken, was die Biologie gemacht hat, die hat uns in die Lage versetzt, mit einer Hand unglaublich Dinge zu tun. Wir können nämlich jemandem einfach die Hand geben. Und das können wir auf eine sehr sensitive, auf eine kräftige Art und Weise tun. Ich wechsle mal die Slide, das ist eine schöne. Zack. Wir können jemandem die Hand geben, wir können ihn festhalten. Und wenn wir ihn nicht mehr wollen, dann lassen wir ihn einfach wieder los. Zack. Im Grunde genommen ist das eine wunderbare Übersetzung für eine API, die auf diese Art und Weise, die auf ihre Art und Weise technisch ist. Gut. Jetzt wissen Sie, was eine API ist. Die Swisscom, beziehungsweise meine Abteilung, es gibt diese Buzzwords API und Cloud, die nicht voneinander zu trennen sind, hat in dieser Zeit, in den letzten 3 Jahren, eine Metamorphose durchlebt, muss man wirklich sagen. Man spricht von Transformation, viele Menschen sprechen von Transformation, da werde ich noch drauf zurückkommen. Und wir haben angefangen, in dieser Entwicklungsabteilung tatsächlich in dieser alten Struktur durch unsere Entwicklungsprozesse getrieben und geleitet und auch durch die, sagen wir mal, informellen Ketten. Ein Businesspartner oder ein Requester hat gesagt, ich möchte gerne diesen und jenen Service haben, und wir haben uns angefangen dann mit Enterprise Architecture, mit entsprechenden Architekturdesigns, dann weiter mit einem Solution Design, dann weiter mit einem Detail Design, da hat man sich abgesichert, dass alles immer hundertprozentig ist, und das haben wir vorhin auch beim ersten, beim Herrn, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, beim Herrn Grüter, der hat das schön gesagt, er hat das Wort Starrköpfe, ich hätte ihm hier nicht getraut, er hat es gebracht, ich sage es auch gar nicht. Aber diese ganzen Systeme haben eine gewisse Starrheit in sich, und wir haben am Ende immer das abgekriegt, was am Ende zu implementieren ist. Das kann man so machen, aber dann funktioniert es nicht richtig, weil wir haben dann projektgetrieben APIs, solche Schnittstellen zur Verfügung gestellt, die man eigentlich nicht wiederverwenden konnte. Wir hatten ganz große Ziele, wir hatten auch eine Vision. Ich habe 3 Bücher zu dem Thema geschrieben, eigentlich an jedem Meilenstein, der dort, die kriegt man auch über LinkedIn auf der Online-Version. Wir hatten eine große Vision und wir haben gemerkt, wie lange es dauert, so eine API zu bauen, wenn wir das nach dieser alten Struktur, in dieser alten Organisationsform tun. Wir mussten also was dran drehen. Wir haben unheimlich viel über uns gelernt. Wir haben gemerkt, wie wir miteinander arbeiten müssen. Wir haben gemerkt, wie wir eine Kommunikation vom Top-Management bis zu Operations oder wo auch immer über alle Layer führen müssen und ihnen erklären müssen, warum wir nun etwas anders machen müssen, was vorher ja aus deren jeweiligen Sicht auch in deren Kreisebene oder sagen wir auf deren Zwiebelschale war immer alles okay. Die Außenwahrnehmung war immer so, das ist alles viel zu teuer und dauert zu lange, das werden sie auch kennen. Nicht? Insofern haben wir ähnliche Sorgen. Wie ändert man das nun? Ich hatte vorher schon 2080 gesagt, man glaubt immer, wenn man 100% seiner Energie auf Toolings und auf technische Lösungen und vielleicht auf einen neuen Prozess setzt, dann erreicht man damit 20%, die wirklich relevant sind. Und man wundert sich immer, warum das dann nicht weitergeht. Weil die 80%, die wirklich wichtig sind, die adressiert man nicht. Und da geht es um Kultur. Und was heißt das? Interessante Frage. Wie können dort Mitarbeiter miteinander umgehen, wie arbeiten sie, wie kommen wir mit unserem Prozess, bei uns heißt der SDM, wie kommen wir mit dem klar, ist es wirklich sinnvoll, wenn vorher Abteilungen mit einem Kunden sprechen, wer es auch immer sei, öffentliche Hand oder jemand, dann wird das so lange durchgekaut, bis irgendwann am Ende ein Work Package ankommt und diese unglaublich hochbezahlten und intelligenten Entwickler plötzlich in eine Rolle versetzt werden, wo sie nur noch Delivery sind. Nicht, die fragen sich dann immer, was bauen wir da? Wir könnten das da viel generischer machen, aber das kommt da gar nicht erst an. Wir haben das, Buch 1 spricht über die Wunschwelt und das, was wir im ersten Jahr erfahren haben. Buch 2 geht so ein bisschen, wird technischer,
keine Angst, nicht zu technisch, geht dann darauf ein, was im zweiten Jahr passiert ist, und dann hat es einen Big Bang gegeben. Der Big Bang war der, es gibt eine Firma in Kalifornien, die heißt Spotify, und Spotify hat einen Entwicklungsansatz sehr gut beschrieben. Da geht es um Tribes und um Squads. Das klingt erstmal unheimlich martialisch und militärisch, macht nichts, aber da geht es um viel mehr. Diesen Ansatz haben wir konsequent verfolgt und eingesetzt. Jetzt haben wir diese Factory, die hieß damals API Factory, wo alle noch nach diesem SDM-Prozess gearbeitet haben. Wir haben einfach eine Gruppe von 7 Mann herausgenommen und sagen, passt mal auf, ich war der Produktmanager des ersten Squads, das wir damals gebildet haben, parallel zu der normalen Entwicklung, wie sie da war. Es gab einen Produktmanager, ein Technical Lead und es gab 4 Developer. Es waren nicht 7, es waren 6, wenn ich das richtig zusammenzähle. Und die machen das nun anders. Die warten nicht darauf, dass irgendein Paket ankommt. Nein, die gehen wirklich an den Markt und gucken, wo können wir ein Produkt anbieten. Und dieses kleine Team macht das, was es dann rauskriegt, zu seinem Baby. Klingt auch etwas schwulstig, aber funktioniert. Das heißt, volle Verantwortung für dieses Produkt und dieses Team wird von ganz vorne, einmal durch die ganze Kette, auch unter Umgehung dieser Kette, das gibt ganz viel Ärger, muss man sich darauf einlassen, wenn man sowas macht, aber man kann es überstehen, ich stehe immer noch hier, macht diese Kette dann am Ende, sorgt sie, also nicht diese Kette, sondern dieses Team sorgt dafür, dass es dieses Produkt am Markt erfolgreich macht. Ist also voll verantwortlich dafür. Und das war so ein unglaublicher Einschlag, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Das ist so eine Freude in diesem Team, was wirklich sagt, pass auf, das ist unser Produkt. Es ist nicht mehr einfach nur, was ich irgendwie ausliefere im kurzen Moment und sage, ich bin damit fertig, das geht jetzt in Testing, wo ist das Nächste? Die Arbeitshaltung hat sich verändert, alles hat sich verändert, die Gesichter haben sich verändert, die Leute kommen gern zur Arbeit und wir haben unglaublich tolle Produkte. Da bin ich richtig stolz drauf. Jetzt inzwischen haben wir 4 Squads, die so arbeiten. Die sind organisiert in einem Tribe. Die reden Peer-to-Peer miteinander. Jeweils die Produktmanager, Technical Leads und die Developer. Wir haben eine unglaubliche tolle Teams in diesem API-Tribe. Kultur. Auf diesen Punkt komme ich nochmal. Ja, das ist gut. Dann sind wir mit der Zeit auch richtig. Ich möchte mal was über Transformation in diesem Fall sagen. Transformation wird immer gerne benutzt dieses Wort und dann möchten alle gerne transformieren und im Grunde genommen hat man immer wieder dasselbe Problem am Ende. Ich bin ja nun auch Coach und merke immer in Einzel- und in Teamcoachings, dass es einen ganz entscheidenden Moment gibt, wo ich merke, dass es wirklich geklickt hat. Ich denke mal, das ist die nächste Folie. Ansonsten, tata, ja. Das, was wir üblicherweise machen, ist Translation. Wir versuchen, die Legosteine auf derselben Ebene immer wieder anders hinzustellen. Und denken, oh, jetzt sieht es aber neu aus. Wir ändern das Problem überhaupt nicht und wir kriegen immer wieder dieselben Probleme und denken, oh, wir müssen wieder umschieben. Das können wir unheimlich gut. Mit dieser Sprache werden wir niemals diese Probleme lösen. Transformation hingegen passiert dann, und das übertrage ich jetzt wieder auf ein Coaching, im Einzelnen oder im Team, wenn irgendjemand an einer Stelle, und das ist ein toller Marker dafür, sowas sagt. Oh, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist eigentlich so ein ganz transformatives Element. Ansonsten sind Marker dafür, dass eine Transformation wirklich stattgefunden hat, wenn man Teams hat, die gerne zur Arbeit kommen, wirklich gerne, die unheimlich viel miteinander reden. Gut sind da kleine Teams, die viel lachen, nicht? Andere Teams, Entwicklungsteams, sagen wir mal, die gehen zum Lachen in den Keller. Bei uns ist es laut, nicht? Meistens ist die ganze Umgebung ist so gebaut, dass es quasi wie ein Wohnzimmer aufgebaut. Das sieht man jetzt auch bei Google und so, wie das gemacht wird. Das kann sich aber völlig natürlich von selber entwickeln, dass die Leute ihren Raum zu ihrem eigenen machen, sich dort treffen und dann mit Scrum, ich weiß nicht, inwieweit Sie das kennen, können wir nachher drüber sprechen, vielleicht im Nachgang, in der Lage sind, tolle Produkte in Eigenverantwortung, volle verantwortlich zu entwickeln und auch tatsächlich nachher diesen Erfolg zu haben. Ich hoffe, dass Sie das für sich im Rahmen des Einkaufes übersetzen kann und vielleicht können wir im Nachgang bei dieser Übersetzung noch helfen. Es ist unglaublich, was dann passiert, wenn man diesen transformativen Schritt macht. Jetzt habe ich noch einen Satz und der liegt mir sehr am Herzen. Ich habe ihn in diesem Jahr, irgendwann im Frühjahr, habe ich ihn irgendwann an unsere, wir haben so eine 150 Jahre alte Wandtafel haben wir bei uns im Büro, wo man so die Seiten schieben kann. Nicht so schön in der Uni, aber dafür älter. Und da habe ich einen Satz dran geschrieben, weil irgendwie war gerade wieder eine Arbeitsgruppe aktiv. Das heißt nicht grundsätzlich, dass alle Arbeitsgruppen doof sind, aber sie haben ein, ich glaube, das kennen wir alle, deswegen sage ich das hier mal.
wann immer ein Unternehmen, eine Arbeitsgruppe einsetzt, um eine Entscheidung zu treffen, wird diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die drittbeste Lösung herbeiführen. Und das ist ganz oft so. Und die drittbeste Lösung, weil wir an einem Punkt sind, wo wir nicht, wir wollen vorher alle Probleme lösen, wir wollen alle abholen, wir wollen mit allen sprechen, wir möchten gerne auch alle zukünftigen Probleme lösen. Wir möchten im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob der Begriff in der Schweiz bekannt ist, die eierlegende Wollmilchsau, die hätten wir gerne im Vorrein, weil wir ja auf einen Gewinn rechnen in der Zukunft, der massiv ist. Aber in Wirklichkeit haben wir überhaupt keine Ahnung. Wir haben das noch nicht mal ausprobiert. Wir haben niemanden iterativ auf den Prototypen losgelassen, um mal zu gucken, nimmt der Kunde das so überhaupt an oder müssen wir das komplett ändern oder haben wir vielleicht in 3 Wochen eine noch viel bessere Idee. Dann sind wir mit der Berechenbarkeit natürlich ein bisschen weiter unten, aber wenn man die Kosten gegenrechnet und das, was wirklich passiert, dann fängt es an, sehr spannend zu werden. So, jetzt, das passt prima. Ein kleiner Vorschlag von mir, was wirklich hilft. Deswegen steht hier auf der nächsten Folie, was wirklich hilft. Ganz zu Anfang, es geht um die starke Vision. Und da würde der Antoine Saint-Exupéry, die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Wenn man das normalerweise sagt, wenn man das einem Team vorträgt, dann klingt das auch wieder schwulstig, aber im Grunde genommen ist es so groß, muss sie sein, sie muss das tragen. Man muss wissen, wofür man zur Arbeit kommt und das ist nicht nur der nächste Schritt, das ist das viel Größere. Und da braucht man Menschen, die Visionäre sind, die sagen, da wollen wir hin, in diese positive Zukunft. Simplify, simplify, simplify. Wir haben Telcos, Großunternehmen, sind Weltmeister im Verkomplizieren. Jede Goldmedaille auf dieser Welt, ich könnte mir vorstellen, dass die öffentliche Hand da mindestens, also die werden sich drum streiten um die Goldmedaille, wer am besten verkomplizieren kann. Wir müssen den Gegenweg gehen und vereinfachen. Wenn ich das auf ein Applikations-, auf ein Programmierinterface anwende, in diesem Fall, dann muss ich sagen, normalerweise habe ich ein Unmengen an Daten und interner nach außen gespült und habe den Kunden dazu verpflichtet, eine ganz enge Verbindung mit mir einzugehen. Der konnte nicht eben sagen, pass auf, heute nehme ich die Swisscom, morgen nehme ich einen anderen Anbieter. Ich habe dem nicht nur die Hand gegeben, ich habe den umarmt und mich mit ihm verknotet und habe gehofft, dass das nie wieder hält. Dauert ewig, ist teuer, aber das hat man früher so gemacht. Heute machen wir es nicht mehr, heute kommt die Hand und die Hand ist so simpel, sie hat nur 5 Finger und funktioniert immer. Nächster Punkt. Lösungsorientiert statt problemorientiert denken und arbeiten. Lösungsorientiert arbeiten, das ist für einen Coach normal. Und da geht es auch, wenn man vom Coaching-Kontext geht, geht es um Kurzzeittherapie. Wir wollen hier nicht von Therapie reden, aber Dinge können auch einfach sein. Ne? Also tatsächlich auf die Lösung gucken, nicht immer auf die Probleme. Was könnte alles schiefgehen? Wir gehen erstmal los, wir bauen einen Prototypen. Und wenn der Kunde das am Ende haben will, dann können wir immer noch sagen, dann hardenen wir das. Dann darf es auch Geld kosten, weil er will es wirklich haben. Streben nach Sexiness. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Why We Buy. Und da sagt, unsere Großhirnrinde erzählt uns immer, dass wir großartige Entscheidungen getroffen haben, warum wir am Ende eine Kaufentscheidung getroffen haben. Wir sind alle so geschreckt, dass unser Reptilienhirn, unser Kleinhirn trifft die Kaufentscheidung und das reagiert auf Sexiness. Wenn ich auf der anderen Seite einen Kunden habe und habe ein Produkt, was nicht sexy ist, was nicht charmant ist, was nicht diesen Haben-Wollen-Reflex auslöst, wenn man in Storytelling nicht gut ist, ist eine Sache, wo man gucken muss, dass man da wirklich stark wird, eine Geschichte so stark zu machen, dass der sagt, ja, das möchte ich haben, mit dir möchte ich gehen. Dann ist man schwach. Also, Streben nach Sexiness, das kann man erreichen. Iterate, iterate, iterate. Das heißt, wir fangen klein an, wir machen 2-Wochen-Sprints, gucken, wie weit wir kommen, zeigen das unserem Kunden, der sagt, super, oder er sagt, voll daneben. Voll daneben ist eine gute Information, ansonsten hätten wir nämlich jetzt 6 Monate weitergearbeitet, hätten irgendwas gebaut und dann hätte er gesagt, voll daneben oder noch weiter daneben. Wir können jederzeit nachsteuern. Auch über diesen Prozess können wir sprechen, inwieweit das bei der öffentlichen Hand auch angewendet werden kann. Wichtiger Punkt, der nächste, radikal Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich kann nicht mehr sagen, ein anderer ist zuständig in meinem Team, ich bin zuständig. Ich nehme immer das Nächste vom Stapel, weil es meins ist. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Produkt erfolgreich wird und das tut jeder in dieser kleinen Gruppe. Er kann nicht sagen, ich bin nur dieser und ich bin nur Entwickler, das muss der andere machen. Nein, jeder ist 100% verantwortlich. Wenn das eintritt, auch diese Freiwilligkeit zur Verantwortung, dann geschehen Wunder. Und jetzt kommt ein starker,
überdenken Sie das mittlere Management. Das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Und hier geht es über das Hinzufügen von Wert zum Produkt für den Kunden und auch für das Unternehmen. Ich bin auch als Berater bin ich unterwegs für viele andere Unternehmen, wo ich dann mit Ihnen spreche. Und oftmals ist es so, ich erzähle mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich bin gleich fertig. Da sitzen dann vier Entwickler, völlig zusammengesunken, sagen kein Wort und da sitzt ein Teamleiter da, der spricht. Dieser Mann kann nicht entwickeln, führt aber das Wort, weil er nun mal der Teamleiter ist. Dann kann ich am Ende sagen, ich möchte bitte, Teamleiter, geh mal in Ruhe einen Kaffee trinken und 5 Zigaretten rauchen, komm am besten nicht wieder, ich spreche mit denen. Und wenn ich 5 Minuten mit denen gesprochen habe, fangen die an aufzutauen und fangen mir an zu erzählen, wo wirklich die Probleme sitzen und wie wir sie lösen können. So, und wenn ich sage, überdenken Sie das mittlere Management, dann heißt das nichts anderes, wenn ein Teamleiter nicht in der Lage ist zu entwickeln oder tatsächlich wirklich Value adden kann zu dem Produkt, dann könnte man sich fragen, ob der Mann dort richtig ist oder eine andere Position braucht. Das ist vielleicht provokativ, das ist meine Erfahrung und das hat sich im Bereich von Tribes und Squads hundertprozentig bewährt, dass wir diese gesamten Middle-Management-Layer nicht brauchen, solange sie sich nicht wirklich richtig mit involvieren in das Produkt. Jetzt kommt noch eine Folie. Die ist aber so. Ich sage danke. Ich habe hier, steht da auch noch Q&A? Ich drücke mal drauf. Nee, steht nicht mehr Q&A. Eigentlich sollte Q&A drunter stehen. Wenn jemand noch Fragen hat, jederzeit an mich wenden. Ich liebe dieses Thema. Ich rede leidenschaftlich gern drüber. Und vielleicht kann ich auch Ihnen ein bisschen helfen. Dankeschön.